Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Wonderbox und wir spielen die Kampagne immer noch. Jetzt sind wir, befinden uns gerade noch in einer riesigen Welt. Ja, und da gehen wir jetzt auch gleich wieder rein und machen mit Kapitel 6 weiter. So, warum machen wir diese ganzen Kampagnen eigentlich? Erstens, weil sie lustig sind und zweitens, weil wir natürlich alle Sachen haben wollen, um nachher den Spielmacher, also den Editor, richtig cool nutzen zu können. So, hey du! Wie ich hörte, gibt es einen Schatz. Hier in der Gegend. Was brauchst du? Also wir brauchen eine Spitzhacke und Gold. Und daraus kann sie eine Bombe bauen. Komischerweise. Gut. Was brauchen wir hier für die Tür? 20 von diesen Dingern. Okay, eine Spitzhacke brauchen wir auf jeden Fall. Gut. Ich mach kurz hier hoch nochmal. Was ist das hier für eine Tür? Dafür brauchen wir 50 von denen. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier raus. Achso, ich dachte, ich könnte direkt raufspringen. Kann ich gar nicht. Hier. Okay, da können wir... Ah, warte mal. Kleines Jump'n'Run. Teil hier. Gut, dann haben wir den. Da ist auch noch einer. Was war das? Die Spitzhacke. Na, sehr gut. Na gut, dann können wir gucken, ob wir in allen Steinen was finden hier. Steht ein bisschen Weggute, aber egal. Ja, wir kriegen wahrscheinlich nur in denen was, wo so ein paar Diamanten waren. Wie viel brauchen wir denn hier unten von uns? 5. Wir haben 4. Ach, guck mal, da ist noch einer. 5. Jetzt kommen wir hier rein. Sehr gut. Aber die 5 behalten wir auch. Okay, brauchen wir wahrscheinlich nur, um einmal zu öffnen. Okay. Sehr gut, sehr gut. Kommen wir sogar durch. Die kommen auch durch. Okay, dann kommen wir auch hier hoch. Sehr gut. Jetzt haben wir 11. Noch ein Geheimweg. Ah, hier ist eins. Okay. Oh nein! Oh, das war dumm. Warte. Finde ich aber nichts. Finde ich auch nichts. Da kann ich aber reinhüpfen, ne? Finden wir auch nichts. Okay, hier kommen wir hoch. Und müssen den ganzen Weg nochmal jumpen da. Das ist ja blöd. Hä? Kann ich den da oben kriegen? Ach, warte mal. Okay. Da kommen wir auf jeden Fall nicht von diesem Weg rein, da müssen wir einen anderen Weg finden. Hier geht's an der Wand, okay. Wir sollen mal durchtrennen. So, das glaube ich, haben wir doch alles, oder? Wir haben jetzt da 16 Stück. Hier unten ist auch noch einer.
komme ich denn zu dem hin? Da gibt's einen Weg, aber wie komme ich da hin? Ach, das ist der Schleichweg hier, ne? Okay, nehmen wir 18 Stück. Aber mehr gibt's ja auch nicht, oder? Kurz mal rauszoomen. Mal rumgucken. Nur mehr Glitzersteine sehe ich hier auch gar nicht. Behaupte ich mal, dass das die letzten waren. Gut, dann können wir. Und es gibt nur diesen einen Weg raus hier, ne? Ey, sag mal. Das war auch so ein bisschen. A little bit verwinkelt hier, ne? Na gut. Okay, das war jetzt richtig blöd. Aber gehen wir einen leichten Weg da auch. Ja. Müssen wir zurückgehen. Dann haben wir nur 18 Stück. Ich glaube, wir brauchen mehr, um irgendwo reinzukommen, ne? Nein, ach Mist. Ich glaube, wir brauchen hier ein paar mehr. Mal gucken. Vielleicht finden wir hier auch noch welche. Mal gucken. Ist hier aber keine Siedlersteine, ist auch blöd. Weil hier waren 20 und wir haben nur 18. Das heißt, wir haben irgendwo welche übersehen. Können wir mit ihr da machen? Also braucht Gold, den Bums, okay. Hier glitzert noch nichts mehr. Ich muss irgendwas übersehen haben. Irgendwo müssen wir noch mal rein hier. Weil ich glaube, die 20 müssen wir auf jeden Fall voll kriegen. Oder? Gibt ihr uns ja irgendwas hier? Nö. Der auch nicht, ne? Gut, dann müssen wir hier dran nochmal gucken. Ich meine, ich war ganz oben, war ich auch noch nicht, ne? Komm ich auch nicht hoch. Zumindest nicht so einfach. Also. Da unten sehe ich noch was glitzern. Einen noch. Und da ist auch noch einer. Hab ich gerade ihn gar nicht gesehen. Oh, sehr gut. Super. Dann kann ich wieder hochgehen. Und dann kommen auch in die andere. Mein Gott, die waren gut versteckt. Die waren gut versteckt. Das gebe ich zu. So. Jetzt kommen wir doch rein. So, jetzt müssen wir noch 50 Stück finden, glaube ich, ne? Na gut, aber hier können wir erstmal was anderes machen. Okay. Wie kriegt man die denn da? Mal was überlegen. Hm?
muss aber wieder runterkommen. Hä? Gut, also wir haben das Goldstaub, das heißt, wir müssen zurück zum Typen hier und der baut uns das Ding, oder? Mach mal. Sehr gut. Aber jetzt haben wir kein... Na gut, jetzt haben wir natürlich kein Dings mehr, das macht aber nichts. Hier. Oh, man kann auch recht viele legen hier. Das ist natürlich ganz cool. Da unten ist der Geheimweg, habe ich schon gesehen. Aber... Was ist ein Geheimweg? Das ist wahrscheinlich der richtige Weg. Wir gehen jetzt einfach mal den normalen Weg hier links. Ich glaube, ich habe hier alles wegbomben hier. Ich glaube, wenn ich alles wegballer, dann habe ich nachher vielleicht auch einen Weg weggeballert, den ich vielleicht brauche. Das weiß man ja nicht. Irgendwo hochkommen soll oder so. Gibt es ja auch ab und zu. Wenn ich vielleicht einen Weg frei sprengen muss. Ach Mist. Ach nee, das war jetzt doof. Komm schon. Genau wie hier, ne? Könnte es nicht gut sein, dass man sich da einen Weg freisprengen muss, aber kann auch sein, dass ich mir einfach noch einbilde. Ach Mist. Das geht nicht. Guck mal, das von oben machen dann wahrscheinlich. Oh, das war schlecht. Mir selber die Füße weggebombt, das war natürlich blöd. Da muss man schon überlegen. Das ist natürlich blöd. Warte mal, da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht ein bisschen intelligenter lösen können. Ja, 50 Stück brauchten wir davon, ne? Ach schon, ist gleich wie gerade eben, ne? Genau das gleiche wie gerade eben gemacht. Wieder da so dumm runtergefallen. Eieiei, das war auch ein Aggravar hier mit der... So. Ja.
Okay. Das ist doch eher so ein Rätselding und jetzt habe ich, glaube ich, was verkehrt gemacht gerade, aber naja. Da sind aber noch mehr Glitzersteine drin, sehe ich gerade. Hm. Müssen wir da nochmal ran? Ah. Okay. Und jetzt müssen wir von da drüben wahrscheinlich rüberspringen und da welche raufsetzen. Und das wüsste ich jetzt sonst nicht. Haben wir 49, nee, wir haben 50 tatsächlich. Ja. Das ist gerade so 49, geil. So. Und jetzt zurück zur... zur ersten großen, oder zur einzig großen, riesigen Tür. Yes. So, geschafft. War auch schon wieder ein kleines Abenteuer, ne? So. In die verschollene Ruin. Das nehmen wir noch mit. Eine etwas längere Folge wahrscheinlich. Aber egal. So, in die verschollenen Ruin. Oh, jetzt mit Schaltern wahrscheinlich, ne? Das ist natürlich auch ganz cool. Hier noch keine Schalter, aber... Oh, Alter, ich bin noch gelaufen. Also, es ist gelaufen, aber... Okay, das ist natürlich einfach jetzt noch, aber gleich kommen wahrscheinlich die Tricky-Trick-Schalter. Hm, kommen wahrscheinlich nur hier rein. Oder runterfallen, wie dumm war das denn? Okay, ich dachte, ich könnte da nicht runterfallen, aber hier kann man anscheinend trotzdem runterfallen. Ärgerlich. So, das ist der Schalter. Aha, okay. Was denn schaffen, ohne getroffen zu werden? Na gut, ging doch einfach als gedacht. Ah, guck mal. Natürlich cool. Aha, okay, okay. Und auf jeden Fall hier durch. Ah, jetzt bin ich da hinten, okay. Das ist der Bogen. Mit dem Bogen kann ich wahrscheinlich auch. Behaupte ich mal. Die Schalter treffen. Ja. Kann ich da drüben wahrscheinlich hinzielen.
Genau. Ah, okay. Clever, clever. Oh, was sonst? Das ist doch dumm. Gar nicht gesehen. Okay, da vorne geht's raus und hier geht's raus. Hier waren wir noch nicht, glaube ich. Warte mal. Jetzt schaffe ich noch nicht darüber zu springen, oder? Doch, schaffe ich. Okay. Eieieiei. Danke. Achso, warte. Muss noch einen Schalter geben irgendwo. Oder? Muss ja noch einen Schalter geben, wie soll man sonst da hochkommen? Aber wo ist der, ist die Frage. Ach, da unten ist auch noch einer, okay. Aha, hab ich nicht gesehen. Gut getarnt war der. Haben es tatsächlich schon geschafft. Sehr gut. Kleine Schalterrätsel erheitern das Leben. So, steigen wir nochmal ein Level. Bäm. Ja, ein paar Sachen, ne? Katertorso. Schmelzpunkt. Den nehmen wir noch mit. So, vielleicht? Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ah, da kommen wir da durch, ne? Ne, da geht's nicht weiter. Kann ich zwar raufspringen, aber das bringt mir gar nichts. Darüber springen? Versuchen wir mal. Tatsächlich. Das habe ich jetzt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, oh, das Fliegeding, das ist nicht gut. Okay, wo war denn die andere Tür noch? Also die Ausgangstür? Das ist auch keine Ausgangstür. Wo ist denn die nächste Ausgangstür? Übersehe ich gerade was? Oder muss ich mit dem Ding zurückflattern? Könnte ich auch sein. Warte mal. Kann natürlich sein. Gehen wir nochmal hier durch. Vielleicht. Ach, guck mal, da oben ist noch. Ah, okay, deswegen. Ich brauche irgendein Ei, damit wahrscheinlich diese Kacktür aufgeht.
Gehen wir hier durch. Darf ich doch nicht hier rauf gehen? Da ist das Ei. Komm direkt wieder zurück. Okay, da kommen wir nicht so rüber. Und tatsächlich hier rüberfliegen. Gibt's auch coole Türen. Wo ich die noch hin soll, weiß ich noch nicht. Guck mal kurz hier drüben, da noch irgendwas ist. Da komme ich immer durch, das heißt, wir flattern einmal hier rüber. Jetzt ist es. Ah, hier. Okay, er heilt mich, okay. Ist ja wunderschön und auch nett von dem. Ah, guck mal, ich kann sogar um die Ecken flattern. Eine Krone. Oh mein Gott, ich habe eine Krone. Sissi. So, gehen wir unten längs wieder. Oh, ah, okay. Das ist natürlich gut. Ich dachte, ich sterbe gleich im Feuer. Das tue ich gar nicht. Das ist natürlich sehr praktisch. Da drüben ist auch noch eine Kiste. Nee, da muss ich die Krone rauf tun. Okay. Sehr gut. Alter. Nur schon, ah, hier. Brauchst du das rein, okay? Okay, warte. Okay, jetzt bin ich hier oben, aber hier ist nichts. Wo finde ich denn die Sache, die da rein soll? Irgendwas übersehen? Anscheinend. Wo ist was? Warte mal, muss schon rauszoomen. Die Tür kriegen wir nur auf, wenn wir da was reinlegen. Aber wo legen wir das? Wo ist das, was wir reinlegen sollen? Ich sehe nichts. Ach, dort war ein Ding, muss ich da reinlegen, okay. Gut, das heißt, jetzt muss ich es ohne schaffen, hier hinzuspringen, okay. Das ist ja machbar, ne? Okay. Das Herz. Sehr gut. Das war ja schon ein bisschen krasser.
So, genau, die nächsten beiden Level machen wir beim nächsten Mal. Natürlich, warum sollten wir es auch jetzt alles machen? Danke für diese kleine runde halbe Stunde und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss. So, ja. Liked, abonniert mich ruhig. Das wäre super.